herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Fliegen Marsch. Jetzt unsere Arbeitsfahrt mit Kalten und Helga. Und jetzt gehen wir rüber auf die Wiese, Rest Heu einsammeln. Starten auch mal gleich. Der ist halt eigentlich nicht durch. Da fallen noch ein bisschen Rest, da kann man eher nachfahren, nacharbeiten. Hier wollt man ja flühen, wenn die Ernte erledigt ist. Düngen. Dann werden wir auch schon mal starten. Dazu nehmen wir einen Feldkurs, aufzeichnen, düngen, 25, einstellen. Gut, schon mal an Arbeit. Man sieht, ist der andere nicht unterwegs. Sondern fährt sinnlos. Wenn wir eingreifen. Und das große wird nicht kurz. Die größeren Mengen. Dass er eine Kurve nicht genommen hat. Dazu gehen wir den hinteren Teil. So. Nehmen wir den Bräuner mit. Das ist auch näher viel Heu. Das ist nicht Futter. So, wir müssen mal ganz kurz schauen. Ja, das ist voll. Wir sehen jetzt gerade auf die Nummer 21 oder 7. Wir haben nur ein bisschen Geld. Das heißt, rein theoretisch noch ein Feld kaufen. Aber aktuell meinen wir, ist nichts bei, was wir brauchen könnten. Zum einen, was reif ist, zum anderen, was in der Nähe ist. Lass mir das lieber. Wir können mal die Geschwindigkeit auf 5 hochgehen. Das ist doch okay.
Wenn wir ein Feld kaufen, haben wir kein Geld für später für die Gruppe und für ein. Ja, ich mach hier vom Hals. Fangen wir mal rein. Ganz gut aus. Der LKW brauchen wir nicht. Dann ist der gleich fertig. Mal uns kurz schauen. Gewachst. Ah, 2 Stufen macht nichts. Gedüngt. Dann könnte man die düngen. Gekalkt ist fertig. Aha. Okay. Wir wollten mal schauen. Unser Wiese macht grün und wie ist das mit Düngen? Ist dunkel, okay, aber 2 könnte man Dünger aufbringen. Fahren wir den mal in die Garage. Wo wir auch wachsen lassen müssen eigentlich. Zumindest in der Mitte. Wir können mal das Gras einsammeln. Das können wir schon. Dann Heu wird der ganz leer sein. Hören wir hier rein. Links oder rechts ist egal. Die gespritzt auch ganz schnell, aber das werden wir bald brauchen. Und das werden wir brauchen, circa 2. Und Kraut wieder kommen. Ah, das passt schon gut. Jetzt haben wir Gras ein. Das war richtig. Gras sammeln. Wollen wir noch entsprechend verwenden.
vorwärts. Ich werde versuchen, in nächster Zeit nach Möglichkeit fertige Geräte zu nehmen. Es gibt ja nicht viele Geräte auf Original. Aber wenn es Mods gibt, die entsprechend funktionieren, werde ich das auch nehmen. So, jetzt haben wir durch den Gras gesammelt. Fast 24.000. Schlecht. Dass wir in die Halle reinkommen. Ein Gras einfach nicht einlagern, dann wird es 13. Das wird man schlecht normalerweise. Maßarbeit. Aber wenn wir den Punkt kriegen, wo wir abfahren können. Ups. Und welches ist das? So. Mehr Gas. Ups. Das ist aber gut, ne? Kann man gleich waschen. Wie werden wir uns hier anschalten? Waschen und reparieren, das werden wir uns hier angewöhnen. Und zwar den Mod meinte ich hier. Und zwar Jumbo. Den wollte ich mir zulegen. Mal schauen, ob der gut funktioniert. Das heißt, geht ja schon alles. Denke mal eher Breitreifen ist das normale, damit die nicht in die Wiesen einsacken mit ihrem Gewicht. Aber wenn man sehen, Geld sparen. Das habe ich vor, dass es von meiner Firma die Geräte hier mit reinkommen. Natürlich muss man immer sagen, das ist immer abhängig ist, was sind die Dinge. Kauf. Wir werden sowieso zwei Geräte brauchen. Wenn wir ja Mais machen, können wir ja beide verwenden. Dünger ist fertig. Den können wir gleich vorbereiten. Gleich vorbereiten für 2. Ob es wächst. Kann dauern. Gehen wir kurz rüber. Lassen. Bin fertig, bin fertig. Ich
bisschen vorwärts kommen. Gehen wir auf 15, 30. Dass wir noch düngen können. Dollar wächst. So, dann werden wir gleich voll machen. Dann können wir den Traktor aber nicht nehmen. Das war nichts. Das war ja schon. Dann sind die Gräser so aktiviert. Jetzt fahren wir den mal in die Garage rein. Pflegebreite nehmen. Sonst gibt es ja Probleme. Laden wir mal kurz auf. Man kann ja nun Dünger produzieren, aber da fehlen mir noch ein bisschen Papiere. Wenn ich die aber steigern will, auf hohes Maß, dann brauche ich immer viel Kette. Das heißt, erstmal sehen muss, dass ich Mais rankriege für Silo oder halt Gras und Kraut ist gewachsen. Das ist typisch. Ziemlich wächst gerade. Kann man nicht ändern. Wir werden düngen, wobei etwas auch annimmt, was viel Kalk, also Kalk ist, was Kalk ist, was da als Abkürzung zählt. Das wird dunkelblau werden, alles andere ist egal. So. Düngen, Feld 2. Einstellen. Dazu schaut man gleich nach. Ja, es wird dunkel. Okay, dann können wir uns darum laufen lassen. Da ist noch nicht reif. Aber der LKW kann man hinfahren. Dann kurz können wir laufen. Haben wir den LKW hin, das Feld, vielleicht die Mischgetreide groß einfahren. Aber die eher nicht. Dann sehen wir, wie die Ernte läuft. Vielleicht ist schon ein Kurs da. Schauen wir mal. Das soll es für heute heutigen Fall gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
würde mich freuen über ein Like. Auch gerne mein Abo, ich sag schon mal Danke. Ansonsten hört und sieht man sich zur nächsten Folge. Ciao, ciao.